Ja, hallo, mein Name ist Martin Fiebig. Ich bin hier Professor für die bildgebenden Verfahren im Studiengang Biomedizinische Technik und auch im Studiengang Medizinische Physik und Strahlenschutz. Und wir befinden uns hier in dem Bildgebungslabor und Sie werden einige Einblicke in die Bildgebung hier in der medizinischen Bildgebung erlangen. Ja, die bildgebenden Systeme in der Medizin sind eines der wichtigsten diagnostischen Verfahren und die Studierenden sollen hier einen Einblick darin erlangen, insbesondere hier in den Einsatz der Röntgenbildgebung, und dafür haben wir in diesem Labor einige Röntgeneinrichtungen, mit denen wir hier arbeiten. Und ich zeige Ihnen dann einmal hier an diesen Beispielen gleich, wie das Ganze hier funktioniert. Ja, für die Durchführung verwenden wir hier ein Durchleuchtungsgerät. Das positionieren wir so, dass wir hier den Patienten auf den Tisch legen. Wir arbeiten natürlich nicht mit Patienten, sondern mit Phantomen. Dann haben wir das Ganze hier eingestellt. Und dann können wir über einen Fußschalter das einstellen und erhalten hier an dem Monitor später das Bild, an dem man sehen kann, was man für ein Durchleuchtungsbild hier erreicht hat. Ja, da wir ja an keinen Patienten arbeiten, haben wir hier solche Prüfkörper. Und das ist jetzt hier so ein nachgebildeter menschlicher Körper in Scheiben. Hier auf dem Monitor kann man dann die Wirbelsäule des Patienten erkennen. Und hier kann man auch das Herz erkennen, das in den Lungen hier hineinragt. Ja, die Praktika, die hier durchgeführt werden, dienen zum Vertiefung der theoretischen Kenntnisse, die man schon in den Vorlesungen erworben hat. Wir haben auch Praktika in den Kliniken, in den umgebenden. Wir haben eine sehr enge Kooperation mit denen, nicht nur in diesem Modul, sondern auch in anderen Modulen werden sie einen Teil der Praktika in den Kliniken machen und auch von Personen aus der Uniklinik hier entsprechend unterrichtet werden.